Also nochmal von mir, Sarah von Dordrecht, Leitung Depot, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ihr alle da seid. Herzlich willkommen auch im Livestream auf YouTube. Ich darf ganz herzlich begrüßen Margarete Jahrmann und Thomas Wagensommerer von der Universität für angewandte Kunst Wien. Ich mache nur eine kleine Vorstellung und dann gehen wir in Medias Res zu den Mind Clouds und Mind Games. Wir haben schon vorhin kurz gesprochen, Margarete Jahrmann ist Mitbegründerin des Kunstservers Konsumnet für alle NeuösterreicherInnen. Das war mal ein ganz großer Supermarkt und eine Kette, und nachdem die dann in den 90ern eingegangen ist, hat das Team die Domain übernommen und das als erstes großes Webprojekt bespielt. Margarete Jahrmann ist Game Artist und leitet jetzt den Masterstudiengang Experimental Game Cultures. Seit 2021 gibt es den. Seit 2020, kurz nach dem Lockdown bereits, gibt es das Forschungsprojekt Neuromatic Game Art, Critical Play with Neuro Interfaces. Ich habe so lang geübt. Ja. Critical Play with Neuro Interfaces. So. Und Thomas Wagensommer ist Medienkünstler und Lehrbeauftragter, momentan vor allem auch an der Universität für angewandte Kunst. Ich bin sehr gespannt auf das künstlerische Forschungsprojekt. Kunst als Aktivismus einerseits, personenbezogene Daten andererseits. Ich bin sehr gespannt, wie ihr das verknüpft in der Forschung, und eine kleine Anmerkung im Anschluss, wenn es Fragen gibt, ich habe ein Mikrofon und werde zu euch kommen. Wer nicht auf YouTube zu hören sein möchte, gibt mir einfach ein Zeichen, ihr werdet nicht gefilmt, aber ich glaube, es wäre gut, wenn alle die Fragen auch mithören können. Ich darf noch hinweisen auf unsere neue Veranstaltungsreihe zu Kunst und Klasse. Die startet am 5. Dezember mit Community Art und Intervention, und im Jänner gibt es noch zwei Termine, unter anderem mit Jakob Lena Knebel und Stefanie Sargnagel, worauf wir uns schon sehr freuen. Ja, vielen Dank, Margarete Jahrmann, Thomas Wagensommerer, und ich wünsche uns allen einen spannenden Abend. Danke. Ja, danke. Vielen Dank auch für die Einladung an Sarah van Dordrecht und die freundlichen einführenden Worte zum Kontext. Ja, zuerst Jakob Lina Knebel, ja auch eine Kollegin an der Angewandten. Thomas Wagensommerer, der mit mir jetzt den Abend bestreiten wird, ein auch langjähriger Kollege und ja, Agent Provocateur in den verschiedenen Kunstprojekten. Gemeinsamen. Wir haben schon vor dem Forschungsprojekt zusammengearbeitet, verschiedene Auftritte, Performances, Sound- und DJ-performative Spielevents gemacht. Das ist so, was uns verbunden hat und wie wir dann auch in einer Forschungsanlage zusammengefunden haben. Ich dachte dann eigentlich, solche Interfaces, mediale Geräte, die eigentlich zur Erforschung des Innersten selbst gedacht sind. Also Elektroden, Emerging Interfaces, die über einen komplizierten Mechanismus, Magnetismus ist das eine, mit dem F-NIRS, mit dem Near Infrared, spiegelt sie hinein mit Laser in die Hirnstrukturen, mit dem Elektroenzephalogramm, das wir in Versuchsanlagen benutzt haben, mit den 32 Kanälen, eigentlich wissenschaftliche Geräte, wo feuchte Elektroden, Wet Electrodes, das ist das Wunderschöne auch daran, weil ich damit dann Performances gemacht habe, wo man dann die Elektroden, normal darf man ja nie Flüssigkeit, der Android, der springt ins Wasser, damit er sich umbringt. Nein, nein, die Elektroden, die kann man ins Wasser und dann waschen sie und dann geben sie noch mehr Signale und dann kann man damit spielen. Also ich fand das faszinierend, dass es da neben diesen ganz großen Geräten, also den Scannern, die wir auch sonst kennen, wo es da um den,
die, wo man da in die Röhren geschoben wird. Das ist so die anderen, welche Methoden gibt es, um ins Innerste zu blicken. Das sind die, die ich jetzt da grob umreiße. Also wenn man in so eine Magnetresonanzröhre, das ist ja auch sowas wie eine Sendeanlage, da ist rundherum eine riesige elektromagnetische Spule, in die man da hineingeschoben wird. Also eigentlich etwas, was jetzt aus meinem Hintergrund als Künstlerin, die mit Medien, medialen Anlagen arbeitet, diese Schnittstellen wie Spielzeuge betrachtet, hochspannend auch war. Und jetzt ist da was, das strahlt da hinein. Und wenn nicht die Abschirmung bei diesen Magnetresonanz, Functional Magnet Resonance Imaging, fMRI heißt das, das zeigen wir jetzt da gerade nicht, sondern die, wir haben jetzt immer diese EEG-Elektroden, mit denen wir gearbeitet haben, aber diese großen Röhren kennt ihr, ja? Das ist abgeschirmt, ganz stark mit so Metall rundherum, weil wenn das nicht wäre, dann wäre, das ist mit oft sehr hohen Tesla-Zahlen, ist diese magnetische Spannung dann auch ausgestattet, dann würde das, was wir da reingescannt haben, auch broadcasten. Also man könnte das wahrscheinlich bei so 12 Tesla 12 Kilometer senden oder so. Also wenn man das wollte, denn wozu? Die Frage beantworte ich nicht, aber diese Vorstellung, dass das eigentlich möglich wäre, also das wäre eigentlich Mehrwegmedium, genauso wie ein Radio, das muss ja auch nicht in die eine Richtung, sondern könnte ja am Anfang auch als dialogisches und war auch so gedacht, oder von Arnheim hat das zum Beispiel auch so kommuniziert, ganz am Anfang, immer wenn die Medien so neu sich entwickeln und formieren. Und ich glaube, das war so die These, dass diese Neuroschnittstellen ja jetzt mittlerweile auch als Consumer-Interfaces, diese Headbands, darüber werden wir auch sprechen, jetzt auch so etwas wie im täglichen Gebrauch zur Selbstoptimierung natürlich, man sollte möglichst entspannt und gut und der Blutdruck geht runter, wäre nicht so schlecht, aber egal. Das ist so ein Tool, das auch immer impliziert, man soll sich möglichst selbst optimieren und selbst kontrollieren. Also es ist gar nicht so die Kontrolle von außen, sondern die, die man selbst sozial auferlegt bekommt oder sich auferlegt. Also und das ist ein bisschen so dahinter, sehen wir wirklich ins Innerste selbst. Das war unser Summer Workshop in der kurzen Lockdown-Pause. Also das war voriges Jahr unser Summer Workshop, das sehen Sie auch unser Team, wo wir eben eine Neurowissenschaftlerin, Sarah Sharizian, eine Iranerin, dabei haben, die von der BTU Cottbus, wir haben Kollegen aus Deutschland, aus Halle, der Burg Halle, der Kunsthochschule, freue ich mich sehr, auch an Pablo Abend, welcome. Danke für die Kollegen und Spezialistinnen, die hier im Bereich des Spiels mit den Medien und mit dem Medialen da sind, das ist unser Publikum, freuen wir uns ganz besonders darüber. Und da gehen wir im Austausch, die Sarah ist auch an der BTU, der Brandenburg Technischen Universität, tätig und Neurowissenschaftlerin, hier an der BTU Cottbus bei Stefan Glasauer, der den Lehrstuhl hat, der auch bei uns im Forschungsprojekt immer wieder einzelne Projekte mitentwickelt hat. Hier sehen Sie Thomas in der Versuchsanlage, Imani Rameses, auch eine Studentin, die noch vor dem PhD ist, aber auch mit uns und Performerin mitentwickelt hat. Und so sieht das Lab aus. Was tun wir da? Schaut aus wie Wissenschaftler. Nein, jetzt nicht ganz. Das Gall ist schon da, Thomas. Ja, also die Margarete hat schon so ein bisschen eingeführt und sozusagen auch schon so ein bisschen die Keywords fallen lassen, wie wir uns auch so in unserer künstlerisch-wissenschaftlichen Herangehensweise dieser Thematik nähern, also auch diesem Interface nähern, auch vielleicht mal der Thematik nähern, was ist ein Interface, beziehungsweise was ist genau auch dieses Interface, dieses eine spezielle Interface, dieses EEG, von dem wir alle so ein bisschen eine Vorstellung haben, was das ist, aber eigentlich wissen wir sehr wenig davon. Also wir vermuten auf der einen Seite, da geht es auf jeden Fall darum, dass alle unsere Gedanken sozusagen aus unserem Gehirn irgendwo in eine Maschine oder in irgendwie die Hände von Personen, die nichts damit zu tun haben sollten, transferiert werden kann. Oder wir haben die Idee davon, dass es sich da irgendwie um pathologisches Instrument handelt, das irgendwie dazu da ist, um etwas, das nicht mehr funktioniert, funktionieren zu machen oder eine Idee davon zu bekommen, warum etwas nicht funktioniert. Beides fanden wir natürlich schon auf der einen Seite interessant. Wie die Margarete aber auch meinte, ist das Objekt an sich
also sozusagen das vielleicht sogar ein bisschen aufgeladene Objekt an sich für uns sehr, sehr interessant. Und zwar auf der einen Seite, wenn man sich dann mit den Kolleginnen und Kollegen, die wissenschaftlich damit arbeiten, auch unterhält, die uns eigentlich sagen, das, was man eigentlich mit diesem Instrument macht oder sozusagen die Hauptarbeit, die in dieses Instrument hineinfließt, ist eigentlich überhaupt mal das Signal erkennen zu können. Also überhaupt mal schauen zu können, was ist Neues und was ist etwas, das nicht Neues ist. Und das ist auf der einen Seite eine technisch-mathematische Herangehensweise, auf der anderen Seite aber natürlich auch eine interpretatorische Herangehensweise, auch zu wissen, wonach suche ich. Also da ist die Nadel im Heuhaufen, nichts gegen sozusagen das neues Material, aus dem da was heraus fast geschält oder geschlagen werden muss. Gleichzeitig, und man sieht das da auch irgendwie ganz gut, also das bin jetzt ich, glaube ich, immer wieder dem sozusagen die Haube aufgesetzt und sozusagen mit Gel verspritzt werde. Das ist ein extrem langwieriger Prozess, bis diese Kappe mal halbwegs so funktioniert, dass sie zwar immer noch einen relativ großen sozusagen Amount of Noise produziert, aber viel weniger, als wenn ich die jetzt einfach so aufziehen würde. Das heißt, dieser fast ritualhafte Prozess, ich muss mich dort auf diesen Teststuhl begeben, dann stehen ein bis zwei Kolleginnen um mich herum, die wird diese Kappe aufsetzen, dieses Gel aufspritzen. Das ist auch nicht nur angenehm, muss ich ganz ehrlich dazu sagen, also das muss, und meine Frisur ist zufälligerweise gewählt, nicht absichtlicherweise, obwohl ich das Gefühl habe, die Margarete hat mich extra für dieses Forschungsprojekt deshalb ausgesucht. Aber es war davor schon so, aber es hat sich zumindest ergeben. Es war kein Nachteil, sagen wir so, für meine Einstellung, dass die Berührung der Dioden mit der Kopfhaut natürlich gewährleistet sein muss. Das heißt, man muss sich auch durch die Haare ein bisschen hindurchwühlen, wenn es denn Haare gibt auf dieser Stelle. Das heißt, es kommt da vielleicht auch mal zu ein bisschen Verletzungen, also man spürt das auch. Das ist ein Tool, das man auch spüren kann. Dieser ganze Prozess, der dann, selbst wenn die Haube aufgesetzt ist, immer noch nicht abgeschlossen ist, sondern dann erst schon langsam in einen Prozess des Testens übergeht. Funktionieren die ganzen Sachen denn überhaupt? Ist das Surrounding dafür vorbereitet? Gibt es auch keine Ablenkungen und so weiter? Und ich kann euch sagen, es passiert immer irgendetwas. Es ist immer irgendetwas noch nicht fertig, irgendetwas fällt schon wieder aus. Es ist irgendetwas, das den Raum ein bisschen stört und so weiter. Und das sieht man zum Beispiel. Ich als natürlich künstlerisch Interessierter finde die großen Ausschläge super. Die großen Ausschläge heißen aber eigentlich, es ist komplett alles sozusagen über den Haufen geworfen und man findet darin nichts. Das heißt, jeder Ausschlag, den man sieht, ist eigentlich ein Symbol dafür, dass irgendetwas nicht funktioniert. Das heißt, was man da auch ein bisschen macht, ist so, man sieht das jetzt an der Margarete ganz gut, den Versuch, sich auch ein bisschen in Geduld oder in Zuneigung diesem Interface gegenüber zu üben. Die Margarete hat schon erwähnt, wir haben, bevor wir mit dem Forschungsprojekt begonnen haben, auch schon mit anderen Consumer-EEG-Interfaces gearbeitet, die eigentlich so gut wie nichts außer Neues produzieren, auch von sich aus nichts Besseres produzieren könnten als Neues. Und da ist der tatsächliche Akt der Verwendung der viel interessantere oder auch viel kraftvollere Akt. Wir haben das in unterschiedlichen Performances gemacht. Wir haben das einmal im Computerspielemuseum in Berlin auch gemacht. Und die Leute haben uns da Geschichten über ihre Familie erzählt, weil sie dachten, sie sehen da jetzt in dieser Repräsentation etwas, das mit der Geschichte ihres Vaters und des verstorbenen Vaters zu tun hatte, haben sich fast bei uns sozusagen, ich möchte jetzt nicht sagen ausgeweint, haben uns aber viel mehr geteilt, als wir irgendwie auch jemals danach gefragt hätten. Einfach allein, weil dieser Akt des Interfaces irgendwie diese Grenzen überbrückt hat, die vielleicht Kolleginnen und Kollegen, mit denen man sonst in künstlerischen Aufführungen zu tun hat, nicht einfach so sprengen würde. Und wir dafür fanden, haben wir ja ein Lab, mit dem genau wir experimentieren. Und damit sehen wir dann auch, okay, wie können wir dann auch sozusagen davon weitergehen und auch diese Devices und sozusagen auch diese Artefakte, man sieht auch so ein bisschen die Tafel im Hintergrund und natürlich auch die Dioden im Hintergrund, wie können wir auch sozusagen weitergehend damit arbeiten? Ich zeige jetzt nochmal schnell dann eine der Möglichkeiten, die für die wenigsten von euch, von Ihnen eine große Neuerung sein wird, aber wir arbeiten auch sehr stark mit Virtualisierung, also mit Dreidimensionalisierung von Objekten, falls die Margarete dazu was sagt. Vielleicht als kleine Ergänzung,
Also Sie haben vorhin vielleicht auch bemerkt, dass wir solche Kupferobjekte da drinnen haben, denen wir die Elektroden auch aufgezogen haben. Das sind Skulpturen, die mit dem Bildhauer Talus Kedel teilweise von ihm, teilweise mit ihm im Austausch entstanden sind, mit dem wir dann so eine Art Instrumente auch entwickelt haben. Zum Teil sehen, und dann ist auch noch vielleicht dazu zu sagen, jetzt sehen wir hier in dieser Umgebung das Labor, das sich langsam in eine Spielumgebung über diesen 3D-Scan, das wird zur Skulptur. Wir haben skulpturale Objekte, Copper Objects, die ganz stark leiten. Und deswegen, wenn wir da runterfahren und obendrauf wird es wie ein Instrument, das hat jetzt nichts mehr mit dem Hirn, aber es hat damit zu tun, dass wir die Elektroden wie so ein Theremin benutzen können. Aber es ist noch immer eine Skulptur, oder eine Spielskulptur, ein Spielobjekt vielleicht. Und auch die Umgebung, das Labor, wird über diese Serie von 3D-Scans, die Luise Linsenbolz und Thomas Wagensommerer zum größten Teil im Workshop erstellt haben und mit denen wir jetzt auch laufend weiterarbeiten, wenn wir so Events machen, da entsteht jetzt eine Umgebung, eine spielbare Umgebung. Man sieht ein bisschen, genau da ist man, dass das Neuronenkleid auf der Untersuchungsliege, schaue ich zu bei den Projekten, die nächste Szene, in die du da hineinzoomst, ist Georg Luif, unser Core-Developer, der als Game-Designer und Entwickler viele der Umsetzungen programmiert, der hier gerade in der Testsituation kaum erkennbar mehr ist. Aber auch die nächste Szene, in die wir weiter zoomen, fahren wir fährt hinein ins Objekt. Und das sind solche Trigger Points, genau, über die man, ja, nochmal jetzt wieder die Skulptur in der Umgebung. Eine Spiel, es ist ein Walkthrough, jetzt ein Playthrough, das Labor selber, in dem wir die Experimente machen, mit denen wir Sound und Visualisierung generieren, aber über den Scan, über diesen Import in eine 3D-Umgebung, genau da ist jetzt das Spielobjekt. Welche Bedeutung das jetzt in dieser spielbaren Environment, a playable environment, nicht unbedingt noch ein Game hat, das ist nicht klar noch momentan. Aber das ist, was wir under Development auch gerade haben. Es geht uns um so ein Loop, dass man sagt, die Realsituation, das 3D-Objekt, die 3D-Umgebung, jetzt wird spielbar und die wird als Spielumgebung für Sie als Spielerinnen und Spieler, Nutzerinnen, erfahrbar sein, dass wir da drinnen als Ziel eigentlich auch eine Experimentalsituation mit so einem Interface auch haben. Sie müssen jetzt keines aufhaben, aber Sie können das Experiment da drinnen nachspielen. Also wir werden den Stimulus, den Trigger, sowas können wir dann da einbauen. Und gleichzeitig soll ich das jetzt schon verraten, wir sind ja keine Wirtschaftsveranstaltung. Ich habe eine ganz tolle Idee, aber ich kann sie leider noch nicht sagen, weil ich es noch nicht da ist. ja, genau. Nein, sorry, jetzt nicht. Weil das habe ich schon so oft, da denke ich, das gibt es ja nicht. Entschuldigung. Okay, wir sprechen nicht aus der Luxusposition der Institution, das tun wir auch. Aber diese Position habe ich schon immer eingenommen, dass wir nicht diese Mechanismen der Exklusion und des Ausschlusses so bedienen müssen, sondern wir können eigene Formen des Wirtschaftens entwickeln, wo wir auch die Idee im unfertigen Stadium teilen, das tun wir. Und unser Ziel ist, dass man dann aber tatsächlich, unser zweites Thema ist ja neben diesen Mindclouds, das habe ich annonciert, Face Recognition, das Einbauen des eigenen, der Biometrie, des Gesichts, der Gesichtserkennung, der politischen Dimension der Gesichtserkennung, mit der wir in einigen Installationen über die letzten 2 Jahre gearbeitet haben, einbauen, auch in diese Spielumgebung. Und wenn Sie jetzt vor dem Computer dieses Spiel spielen werden oder diese Umgebung, wo Sie tatsächlich selbst auch so einen, zwar keinen Brain Scan, aber eine Analysis Ihrer Emotionen über das Spiel, aber Sie müssen dann zustimmen, dass die Kamera läuft und Sie werden dabei, das Gesicht wird dabei von einem AI-Algorithmen, den wir in anderen Installationen schon benutzt haben, ausgewertet, der emotionale Zustand ausgewertet und aufgenommen. Wenn Sie das nicht tun, nicht zustimmen, dann dürfen Sie halt nicht spielen. Wir finden auch diese Idee. Also es ist ja eigentlich ja arg, aber genau, bitte. Ja, ich wollte nur anschließend sagen, wir finden auch diese Idee der Überbrückung
von Verbindungen über einen virtuellen Raum in diesen Zusammenhang spannend. Also die meisten Laborsituationen, die wir kennen, haben sozusagen als Grundlage oder als Prämisse fast, dass es sozusagen das Zusammenkommen in diesem Labor geben muss. Dass es Was ist das Labor Test, an sich? Genau, gell? Dass es auch die Umschreibung des Ortes als Labor gibt oder geben muss, dass es die Subjekte in diesem Labor gibt, dass es die Ausführungen in diesem Labor gibt, dass es die Materialien in diesem Labor gibt, dass es aber auch die Idee gibt, dass vieles, was in diesem Labor passiert, oder man kann zumindest, wird man die wissenschaftliche Ethik hochhalten, sollte alles, was dort passiert, auch zumindest so lange, bis man nicht mehr zustimmt, bis man zustimmt, auch dort bleiben. Wir finden aber auch diese Idee der Überbrückung spannend. Ich würde da vielleicht gleich ins nächste weiterspringen. Und wir haben das vielleicht gar nicht so explizit erwähnt, unser Forschungsprojekt hat begonnen am 1. April 2020. Also ich glaube 10 Tage, der Corona-Lockdown in Österreich zumindest in Österreich. Richtig eingeschlagen hat, wir auch nicht wirklich wussten, wird das kurz dauern, wird das lang dauern, was bedeutet das jetzt überhaupt, was bedeutet diese soziale Distanz? Ich weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist. Das Erste, was ich mir gedacht habe, super, endlich nicht mehr rausgehen und nur mehr zu Hause vom Computer sitzen, bis sich das schon langsam auch irgendwie dann von mir, wo ich mir dachte, anscheinend war ich ja dann doch ganz gern mal auch unter Leuten, obwohl das nicht etwas ist, was mir wahnsinnig eigen ist, aber trotzdem irgendwie, also zumindest war das ein Learning, glaube ich, wie man heute im Neusprech sagt, davon. Und wir haben uns dann natürlich unser Forschungsprojekt, obwohl wir uns gut und sehr gut davor schon kannten, aber unser ganzes Forschungsprojekt anbahnen müssen über virtuelle Präsenzen. Also alles, was besprochen wurde, wurde von Anfang an nur, und ich glaube das erste Mal kamen wir zusammen im Juli dann, also ist 3 Monate später. Ja, mit dem Sommerworkshop, genau. Ja. Wir haben uns vorher alle nie echt getroffen. Genau, und haben wir sozusagen damit begonnen. Das heißt, wir haben eigentlich sehr früh schon begonnen, uns private Kanäle zueinander in unsere Privatwohnungen, das war auch damals so. Wir haben das nicht von den Universitäten gemacht, sondern jeder hat das von aus seinem Zuhause gemacht, das nicht darauf vorbereitet war, zu streamen, sondern man hat es halt dort gemacht, wo halt gerade eine Möglichkeit war. Und wir haben dann sehr schnell eigentlich auch begonnen, uns so Consumer-EEG-Interfaces so nutzbar zu machen, dass wir uns eigentlich über die Distanz, die wir hatten, sozusagen die Daten gegenseitig schicken konnten. Und es war dann auch so weit der Fall, dass es irgendwann mal so weit gekommen ist, dass 4 der beteiligten Kollegen, Georg Luif, Stefan Glas, vielleicht ein Wort vor, und sag fertig. Ich und Margarete. Ja, aufbauend auf einer, weil du es gesagt hast, Lockdown-Broadcast-Serie auch, die Neuromatic. Genau. Brainwave Broadcasts, findet ihr noch auf YouTube, haben wir zuerst jeden Tag gestreamt, also vor allem Stefan Glasauer und ich mal von privat zu Hause und dann jede Woche, jeden Freitag, aber das haben wir eigentlich die gesamte Corona-Zeit durchgezogen, das war auch ein Ritual und aufbauend auch auf dem Broadcast haben wir dann ein Spiel entwickelt. Genau, wo es auch wirklich darum gegangen ist, sozusagen uns zu verbinden und auch gemeinsam künstlerisch zu arbeiten. Also jetzt nicht nur das Arbeiten und jemand anderen diese Arbeit zeigen, der dann irgendwie einsteigt, sondern auch eine auf mehr oder weniger Live-Performance zu bespielen, die nur über unsere Gehirnströme funktioniert. Und natürlich ein AAA-Game, wie ihr gerade gesehen habt. Genau, das ist das. Vielleicht die Margarete mag vielleicht ein bisschen mehr zum Kontext noch sagen. Das läuft im Hintergrund. Ja, Neuromatic Devices mit Consumer Devices. Ja. Sie hören auch ein bisschen was, gell? Ja, genau. Okay, das ist so der Start-Screen. Ihr seht, wir haben diese Muse-Headbands mit 3 Elektroden, also, aber wir sind 4 Spieler, also es ist ein Multiplayer-Game. Also Georg Luif hat das Core developed, es gibt bis zu 100 Spielern, hat er mir jetzt letztens noch gesagt, wie ich darüber geredet habe, wo man sich 100 Leute, also es ist ein massiv Multiplayer-Online-Game, bis zu 100 können sich online einloggen, aber auch ohne Device, seht ihr unten, über die Local IP sind wir connected übers Netz, you have entered the room, und auch ohne Device könnt ihr navigieren und auch mit Non-Player-Characters über diesen Chat oder auch mit uns, je nachdem, ob wer uns, also wer auch immer die 4 Mind-Navigatoren sind, kommunizieren, also über den Chat auch.
da sieht man Margarete, was war sie, Problem of Embodiment, what is it, diverse Fragen, speak to us. Warte mal, was wollte ich sagen? Über den Donnerbrunnen wahrscheinlich. Willst du was sagen? Ich kann auch gerne über den Donnerbrunnen oder das, was man da überhaupt sieht, vielleicht eine Kleinigkeit erzählen. Also ist vielleicht auch ein Zeichenausdruck wert für die Kolleginnen und Kollegen. Richtig, ein Platz in Wien, ja, erster genau. Bezirk, Donnerbrunnen. Dafür genau. Heißt Thunderplay, AAA Thunderplay, Donnerbrunnen. Genau, ist allerdings hat nichts mit dem Donner zu tun, sondern ist nur der Name des Architekten des Donnerbrunnens. Ein mittlerweile wieder eröffneter Donnerbrunnen. Der hat so viele Skulpturen drauf, ist aus dem, weiß nicht, Jahrhundert stimmt jetzt nicht ganz, 16. bis 17. Jahrhundert. Also viele so mit viel Figur, so Frauen, Männer, viele nackte Körperteile. Und die sind alle ganz glatt poliert, weil man da hingegangen, die Leute greifen die alle an, so mit Popos und die Maschinenteile. Und es war auch ein Social Meeting Place schon, also zu der Zeit im 17. Jahrhundert waren verschiedene soziale Schichten um diesen Brunnen auch versammelt. Also von Prostituierten, das war dort der Treffpunkt, auch im ersten Bezirk, andere Schichten. Und das sind jetzt nicht die Reifröcke, die ihr seht, obwohl sie mit diesem Distanzhalter zu tun haben. Also wir haben an das gedacht, so ein 2 Meter Distanz ist wie so ein Reifrock. Das war der Ausgangspunkt. Was passiert jetzt? Genau, was man da vielleicht schon leicht angezerrt gesehen hat, und das wird sich jetzt auch noch steigern, das ist also diese Skulptur, die in der Mitte auftaucht, die Louis Linsenpols gemodelt hat. Die aktivieren wir durch unsere EEGs in Echtzeit. Also was man da sieht, ist sozusagen die Bewegung dieser Figur passiert durch unsere EEGs in Echtzeit. Das heißt, je nachdem, wie die Aktivierung unserer Gehirnwellen ausschaut, verändert sich diese Skulptur auch. Was man zusätzlich auch noch sieht und was die Margarete mit den Reifröcken beschrieben hat, die sich da so herumbelegen, das sind die Userinnen und User, die sich gleichzeitig zu diesem Event, und das Event hat stattgefunden im Februar 2021 beim Cyber-Festival, das die Eva Fischer und die Martina Menegon kuratiert haben. Ein Festival, das eben sehr stark sich mit dieser virtuell ausführenden Medienkunst beschäftigt hat. Ein Zusammenkommen ermöglicht hat, also eine fast performante Umgebung ermöglicht hat, wo wir als Beteiligte, als Ausführende, als Performerinnen, als Performer uns eigentlich darauf konzentrieren mussten, uns zu konzentrieren. Und damit mussten wir das oder konnten wir das steuern, und was man da auch sieht, es dehnt sich auch immer mehr aus. Also diese Umgebung des Donnerbrunnen wird auch raumgreifend. Es ist eine, glaube ich, einstündige Performance gewesen. Also ihr könnt euch vorstellen, dass sozusagen diese States der Konzentration auch erst langsam zu greifen beginnen und nicht so schnell herzustellen sind, sondern eigentlich auch so ein bisschen Neurofeedback-mäßig. Aufgrund dessen, was ich sehe, natürlich auch das, was ich sehen werde, wieder verändere. Und ihr seht auch, was da beginnt, ist sozusagen, dass auch die Distanzen, sozusagen die Komposition, nicht nur die musikalische, sondern eben auch die visuelle Komposition, sich sozusagen beginnt auszudehnen und sozusagen in sich zu verschränken. Das Ganze dauert eben eine Stunde und soll auch über diese Stunde für diese Beteiligten in der Performance fast schon ein, und ihr wisst, wir haben es ein bisschen mit Mind Games auch, natürlich auch einen Zustand herstellen, der jetzt nicht mehr ein Zustand ist, den ich in sozusagen in einem 10 Uhr Seminar vormittags auch herstellen würde, sondern natürlich auch ein Zustand ist, der über eine physikalische Performance hinausgehen kann. Also wo es auch ein bisschen darum geht, mich in einem Device oder in einem Interface verlieren zu können, auch ein bisschen die visuellen und auditiven Reize, die da auf einen einprasseln, nicht mehr intellektuell einordnen zu müssen, sondern mich auch ein bisschen diesem Zustand hingeben zu können. Ihr kennt es alle vielleicht selbst, in kollektiven Performances, in physikalischen Performances ist das gemeinsame, vor Ort sein und auch ein bisschen das Übertreten des einen Körpers in den anderen Körper oder das, was man als das vielleicht spürt oder wahrnehmen würde, ein ganz zentraler Akt, warum man auch zu physikalischen Performances geht. Wir wollen nicht nebeneinander existieren und nur etwas auf der Bühne wahrnehmen und konsumieren können, sondern wir wollen uns natürlich auch mit dem, wo wir sind,
größer und intensiver machen, als sie vielleicht vor sozusagen in physikalischer Präsenz sein können, wo das eh nicht möglich ist, aber wir es irgendwie versucht haben, kam es auch ein bisschen in diese Auseinandersetzungen, die wir da jetzt sehen. Das ist eine Aufnahme, die man da jetzt gerade sieht, von einem der Player von Luis, ich glaube, ich hatte diese Aufnahme gemacht, also die sozusagen eingebunden war in das Spiel, auch ungefähr wusste, was passiert und wie die räumlichen Gegebenheiten sind. Andere Kolleginnen, die natürlich vor Ort waren und nicht wussten, was passiert, haben spätestens da das Oben und Unten verloren gehabt. Also wussten auch nicht mehr, wo sie sind, wohin sie sich bewegen können. Es war auch so, je näher ich an die Figur herangekommen bin, desto stärker hat sich die Figur verzerrt und die Wahrnehmung dieser Figur verzerrt. Das heißt, man konnte eigentlich nie bis ganz zu dieser Figur heran, sondern man konnte immer nur sozusagen bis maximal eine gewisse Distanz heran, bis es zu einer vollkommenen Verzerrung kam, die es nicht mehr möglich gemacht hat, sich überhaupt zu bewegen. Es war auch so, ich springe jetzt mal ein bisschen gegen Ende, beziehungsweise mache es wieder ein bisschen lauter, dass irgendwann auch das Akustische stärker wurde. Also man konnte schon so springen und fliegen, aber eigentlich gab es ja Gravity und die reale Architektur, diese Fotogrammetrie zerfällt immer mehr, je mehr Signale wir unterhalten. Irgendwann ist es passiert, dass man in so einem Zustand irgendwie mehr oder weniger gefangen war. Es hat zwar alles noch existiert, so wie es vorher war, aber Gravity war zum Teil dann auch schon wieder ausgeschaltet, also gab es dann nicht mehr. Das heißt, man ist dann auch irgendwie herumgeflogen, aber irgendwann von den Leuten, das war das Feedback, aufgegeben und haben einfach dann nur mit dieser Reizmaschine sozusagen auf sich wirken lassen. Die Luis war ein bisschen eingeweitet und wusste sehen, wo man sich sozusagen noch in seinen Safe Space hineinbegeben konnte. Wir wollten allerdings, dass man sozusagen irgendwann sozusagen dem auch ein bisschen nachgeben kann. Man kann das Nachgeben im Virtuellen und Nachgeben überhaupt, würde ich mal sagen, ein für uns recht spannender Punkt ist. Mal wieder aufdrehen, ja. Ja, super. Also es war okay, auch beim Zuschauen jetzt, glaube ich, so ein bisschen. Seid ihr schon ein bisschen so? Ja. Okay. Wir sind natürlich Advokaten des lauten Sounds auch, also was wir da jetzt gehört haben, war jetzt auch das Abbild des und Sounds. Und es ist, ihr wisst es alle, das muss ich nicht sagen, es ist schon, wir haben schon gemerkt, also beim Zuschauen kann es okay sein, es ist natürlich immer ein anderes Erlebnis, wenn man da selber dann navigiert und dann sich fallen lassen kann oder nicht und dann man merkt, okay, ich habe auch eine Form oder es ist spielbar und downloadbar auf unserer Neuromatic, unter Neuromatic geschrieben, Uni AKCAT von der Uni die Seite, aber Neuromatic Webpage ist es downloadbar, also als Game. Für Windows und für macOS, also man kann spielen und genau, halt nicht die Performance, es war ein Performance-Game, ihr könnt auch, wenn ihr IEGs habt, man kann sich auch einloggen, aber das ist bei unser Game-Release anlässlich des Cyber-Festivals Contemporary Immersive Virtual Arts, das gibt es in Wien jetzt das zweite Jahr. Dritte Jahr, es kommt das dritte Jahr. Es kommt, oder das dritte Jahr, so, es gab schon. Gut, what's that? Mind Cloud, Mind Games. Also, wir haben euch versprochen, wir zeigen ein paar von Mind Games. Diese Clouds, die wir hier sehen, die zeigen Sprung, eine andere Performance. Also man sieht hier ein bisschen, auch da rechts unten, das wir vorher im Labor hatten. Dieses Kupferobjekt, das so ein Instrument mit Elektroden ist. Links ist Thomas mit seinem EEG-Set, das du einfach so in den Haaren jetzt hast. Und was generiert wird und gemacht wird, das war eine Performance eigentlich so zum Rainbow, das war anlässlich, da war der Rainbow Monster auch im Juni, Mai, Juni. Das war eine Performance in meinem Büro, in meinem Office. Gestreamt auch und man konnte auch von außen, weil auch zu war noch, beim Fenster hineinschauen. Und wir haben den Raum selbst mit Nebel geflutet. Die war da drinnen performt. Thomas war im anderen Raum. Und was wird generiert? Also das Thema
auch kombinieren. Alpha, Beta, Gamma, Delta. Alpha, Beta, Gamma, Delta, Theta. Ja, die fünf Frequenzbänder, die man in der Analyse unserer Hirnwellen, Daten, ja, so aufspalten kann, die verschiedene Gefühlszustände und Entspannungszustände. Also Alpha ist bekannt, das ist das, was in der Entspannung ist, oder wenn man ganz relaxed ist oder fast schläft oder so, ist Alpha, wo man sagt, dann ist man entspannt, oder High Creativity. Beta, das ist am besten zuordnenbar. Also alle Signale kann man, wenn man eine bestimmte Analyse macht, in die Frequenzbänder aufspalten. Das ist, wie geht man mit diesen enorm vielen Daten, die wir ja bekommen, um? Also diejenigen, einige nicken, die ein bisschen sich das angeschaut haben, wissen es, was macht man mit einzelnen Signalen, ja, mit dem haben wir gespielt. Dann haben wir gesagt, wir versuchen so eine Frequenzbandanalyse tatsächlich auch zu machen. Und dann fand ich auch das Schöne daran, dass wir das gekoppelt haben, diese Zustände, das Aufsplitten in diese Frequenzbänder. Und dann haben wir fünf verschiedene, du erklärst jetzt noch ein bisschen, wie du es umgesetzt hast, aber wir haben noch einen Cloud Generator, ein GAN Cloud Generator, also Generative Adversarial Network, gekoppelt, also das sind keine echten Wolken, sondern welche, die über so eine künstliche Intelligenz generiert wurden dazu. Also Experimente mit Emerging Technologies, wie haben wir es umgesetzt? Nochmal die Kopplung mit so einem Schwellwert oder wirst du mit den Frequenzen? Es ist so, man sieht es da auch, die Unity ist da. Die einzelnen Wellen oder die einzelnen sozusagen. Ja, wir haben sogar die Kurven nochmal rein. Genau, kopiert. Und das heißt, wir haben die unterschiedlichen Amplituden dieser Ausprägungen sozusagen für verschiedene Steuerungselemente eben der visuellen und der auditiven Applikation auch verwendet. Man sieht es vielleicht am stärksten, diese Ausprägung der Helligkeit oder was man als Helligkeit wahrnehmen würde. Ja. Das ist eigentlich die Ausprägung des Lichtes, also die wird sozusagen unterschiedlich gesteuert. Das heißt, was man da jetzt auch ein bisschen sieht, wenn es so stark zu blinken beginnt, ist, wenn die Margarete eine der Dioden berührt, mit der Hand berührt, das, was man ganz am Anfang gesehen hat, was man vielleicht als Fehler auch sehen würde. Oder etwas, was keine Messung an sich ist, sondern eigentlich eine Vermessung oder ein Fehlersignal sein könnte. Das heißt, was wir da absichtlich gemacht haben und was so ein bisschen die Herangehensweise in diesem Fall war, ist uns eigentlich zu entfernen von einer Messung und einem tatsächlichen Abbild, sondern auch wirklich mit dem Noise und sozusagen mit dem Imperfekten zu arbeiten. Was man im Visuellen auch sieht und auch diese Darstellung, was man gerade schon angesprochen hat, der künstlich generierten Wolken, ihr könnt es vielleicht auch sehen, das sind jetzt nicht unbedingt Wolken, die man fotorealistisch verwechseln würde, sondern das sind natürlich Darstellungen, das war zu einer Zeit, eben vor eineinhalb Jahren, als die Ausprägung von Photosynthese oder von Bildsynthese noch nicht so ausgeprägt war, wie sie gegenwärtig ist. Heute wird das ganz, ganz anders ausschauen. Ihr habt alle die lustigen Bildchen mitbekommen, die damit generiert werden heutzutage. Das war damals noch nicht ganz so. Sondern da haben wir uns noch eher in so einem luziden Zustand befunden, der sozusagen eine Vermutung einer Darstellung hatte, aber diese Darstellung noch nicht war. Genau. Wir haben auch so ein bisschen mit diesem Schwellen- und beziehungsweise Grenzwert gearbeitet, wie wir das sozusagen ästhetisch anwendbar machen. Und wenn ich denke, wie schnell das jetzt ist, gell? In einem Jahr würden wir da jetzt wahrscheinlich schon wieder ganz anders arbeiten. Also sonst habe ich in so 6-7 Jahren Ultimen. Ist dann halt gekommen, also sogar im eigenen Leben, wo ich mit technologischen Entwicklungen immer gearbeitet habe, ist das jetzt nochmal akzeleriert. Das ist vielleicht eh gut, aber interessante Entwicklung. Also es gibt dann schon noch andere Arbeiten, die wir nicht zeigen jetzt, wo ich so Mindcloud, dann war jetzt der Beginn des Krieges in der Ukraine dieses Jahr, da habe ich jetzt dann eine andere Installation, die auch Mindcloud heißt, entwickelt in Mindcloud. Also Mind Cloud Clearing in Times of War and Peace, das wir auch bei der Biennale Kuba gezeigt haben, wo ich eine Installation und so eine Meditation mit Realfotos eben dazu oder Realfilmmaterial
mit dem Stefan Glasauer gemeinsam auch nochmal weiterentwickelt habe. Also dieses Thema wieder aufgenommen und da weiterarbeiten. Wir haben schon 19:50 Uhr. Schauen wir mal weiter. Trotzdem, wir zeigen nicht alle Arbeiten, wir teasern, dass wir in die Richtung arbeiten. Ich würde vielleicht an diese Arbeit noch anschließen. Diese Arbeit, die man da gesehen hat, ist mehr oder weniger eine installativ oder von uns aktivierte installative Arbeit. Ja, die ist die gibt es allerdings Licht auch. Licht aus kurz bitte, weil es so schön. Danke. Die gibt es allerdings auch in einer performativen Ausführung. Also das ist jetzt... Genau, das knüpft genau, vielleicht dann dazu. Nein, es ist im Prinzip die Installation, die ich erwähnt habe, aber Thomas muss auch noch was sagen, nachher kurz, glaube ich, dazu. Weil es war ein Event in Hellerau. Entschuldigung, weil ich verwechsel immer diese Orte dort. Also in Hellerau, Dresden, in diesem Bühnen-Tanz-Event im Theater. Wir waren die Band. Sie haben uns begrüßt. Ah, wer seid ihr? Ah, ihr seid die Band. Fanden wir gut. Also wir waren die Band. Und da seht ihr, dass die Leute mit diesen Hats eine Art Spiel auf der Bühne machen, das war ein Konzert eigentlich dazu, mit diesen Clouds gekoppelt. Mehr sage ich gar nicht jetzt noch, sagst du noch, oder? Ihr seht sie, jeder probiert selber zur Performerin. Also diese komischen Kupferhelme vom Talos Kehleben, die haben wir dort als Spielobjekte und wir haben die Leute von der Bühne, also wir haben die Bühne geöffnet, die sind alle runtergekommen, das habe ich so performativ gemacht, Thomas hat ab. Es war viel improvisiert, dass man gemeinsam mit so einem Rhythmus kommt, so ein Spiel, Ritual quasi anfängt. Ja. Sound up. Ja, ein bisschen lauter bitte. Und das Reichwerden mit Spielen,
sondern eher sozusagen diese Kulturen, die sich ausspielen und sozusagen der Verwendung von Spielen oder den Artefakten von Spielen heraus ergeben. Die Margarete wird vielleicht ein bisschen mehr als Professorin dieses Studiengangs, mag vielleicht ein bisschen mehr zeigen. Ja. Währenddessen lasse ich sozusagen ein bisschen sowas, was wir vielleicht unser Image nennen würden, kurz im Hintergrund laufen. Okay. Also, ja, es geht auch um die, nicht nur um dieses, es geht um die emotionalen Zustände, die man da auch erreicht und triggert. Also, ich glaube schon, dass man reich wird dabei, also enorm reich in diesen Shiften und Wechseln von Zuständen, auch von dem, was man mit Freude dann macht und erfahren kann. Das ist das Experiment. Das war vielleicht jetzt der letzte Punkt auch schon, damit ihr das auch seht. Experimental Game Cultures, experimentelle Spielkulturen, ein Masterstudiengang, den wir jetzt voriges Jahr begonnen haben. Wir sind zu Hause in der PSK, Otto Wagner PSK, und hier seht ihr, das war unser Introfilm. Also wie wir dort eingezogen sind letztes Jahr, haben wir als erstes gesagt, ja, also wir müssen hier ein Statement machen. Jeder, jede Mitarbeiterin, die jetzt da beginnt, die Professorin, alle im Team, wir werden zu Spielfiguren, das ist die Spiellocation. Wir eignen uns dieses Gesamtkunstwerk Otto Wagner an. Ihr seht jetzt, das ist wie so beim Game, die Fotogrammetrie, auch ein politisches Statement sozusagen, weil wir es natürlich von Google übernommen haben und da zweckentfremden, wir dürfen es benutzen. Nicht, weil wir es erlaubt bekommen, sondern weil wir das machen und weil wir Künstlerinnen sind und Künstler, die damit agieren und hier den Pfad auf dieses genossenschaftliche, Sarah hat so nett in der Einführung auf den Konsum verwiesen, das war auch kein Supermarkt, der normaler ist, ihr kennt das vielleicht, das gibt es auch, hat es auch im Osten viel gegeben, kollektiv, ne? Also jetzt sind wir in der Kassenhalle, genossenschaftlich, und auch diese Sparkasse war so etwas, ja, dass die Leute, die kleinen Leute ihre Sparsachen da drinnen, jetzt sind aber keine Aktionen da mehr, jetzt wird Wissen, Erfahrung ausgetauscht, das ist jetzt dystopisch verzerrt. So Experimental Game Cultures. Wir alle sind Spielfiguren da drin. Experimental Game Cultures. Also subjektive Erfahrungen, Spiel als partizipatorischer Prozess. Also ich sehe im Publikum einige Leute, die heute in der realen Kassenhalle waren, die virtuelle Version dann natürlich leicht schockierend finden, hoffentlich sogar, weil wir wollen die dann ja wieder umkehren. Also das ist nicht der letzte Zustand. Wir erweitern das dann als Spielraum, wo wir das schon wieder in eine positive Form, nicht nur jetzt zerstückeln. Man muss zuerst das deformieren, glaube ich, um auch diese Dominanz des Gesamtkunden, don't touch the ceiling, wir haben lauter, das sind die Einschränkungen, also die natürlich Berechtigten auf diesem wunderbaren Raum, die Denkmalschützerischen, das waren so, wir haben das erste Game, das wir drinnen gemacht haben, war Drones and Rabbits, ein Eröffnungsspiel, eine Performance mit so ganz kleinen Spielzeug drinnen. Und die Spielregel war, don't touch the ceiling. Und alle nehmen die Drohne, fahren da rauf und runter und erstellen da drin einen neuen Gamefilm und ein Audio-Piece, wo man dann zum Mikro fahren müsste. Genau, aus diesen, sozusagen, das war gleichzeitig auch der Beginn, also das erste Mal, dass die Studierenden den Fuß in diese Kasten gesetzt haben. Also das erste Mal, als wir sie gesehen haben, physikalisch gesehen haben, war so. Also wir haben uns über dieses gemeinsame Spiel kennengelernt. Das heißt, wir haben sofort gemeinsam Material. Genau, das war der First Day. Hat gemeint, dass wir Drohnen verwendet haben, sehr, sehr einfache, sehr, sehr, sozusagen, man könnte sagen, fast crappy Drohnen, die natürlich eine bestimmte Videoästhetik auch erzeugen, die wir dann in einer weiteren Iteration, und das ist ein bisschen so diese Herangehensweise, die wir auch haben, das iterative, spielerische Arbeiten, das Überführen des Materials in einen anderen Zustand, das Anwenden eines Materials in einen anderen spielerischen Zustand, in eine weitere Performance, die sich eben Drones and Rabbits nannte. Wir zeigen da kurz, vielleicht auch nur ausschnittsweise, beziehungsweise werde ich ein bisschen also das springen. Das war am Abschluss des ersten
Jahres, oder war das? Nein, das war gleich. Erstes Semester. Auch nicht, das war in der Mitte des ersten Semesters. Wahnsinn. Okay, also dann war es halt irgendwann kurz danach, 2-3 Monate später. Oh Mann, ja. Genau, das war zu einem Open House, das ist vielleicht dazu zu sagen, sowas wie der Tag der offenen Tür, der natürlich, so wie ihr das vielleicht aus dem letzten Jahr wisst, eben auch aufgrund der Pandemie zu einem sehr, sehr geschlossenen Haus wurde und wir nur dort arbeiten durften, aber keine Besucherinnen und Besucher empfangen. Darum dachten wir, na gut, dann müssen wir sowas wie eine Sendestation errichten in dieser Kassenhalle, in dieser berühmten Kassenhalle, und haben das eben auch gemacht, waren als Team anwesend, waren als Team eine Sendestation, die sich eine eigene virtuelle Umgebung dieser Kassenhalle auch gebaut haben und unterschiedliche, das sieht man jetzt gerade da, Drohnen in einem sozusagen Videodrohnen live eingebunden haben in eine virtuelle Umgebung, und man wird gleich sehen, dass das jetzt nicht nur eine verzerrte Darstellung davon ist, sondern wenn ich mich oder sozusagen in der Aufnahme dann wegbewege, wir eigentlich das Bild der realen Drohne in eine virtuelle Umgebung zusammenführen. Das Ganze war so konzipiert, dass es ein bestimmtes Interface, das Georg Ruif entwickelt hat, einen Abstandsmesser, der sozusagen in alle Richtungen den Abstand messen konnte, so in dieser Kassenhalle platziert haben, dass wir mit kleinen Spielzeughäschen, die ein Kollege von uns, Max Mooswitzer, von sehr plüschigen, hübschen Häschen gehäutet hat und sozusagen das Innere herausgeholt hat und die eigentlich ausschauen wie aus den schlimmsten Albträumen, dass diese Spielzeughäschen herumhüpfen in diesen dafür heißt Drones and Rabbits. Und immer, je nachdem, wenn sie diesem Abstandssensor nahe kommen, das wird man dann auch gleich sehen, generieren sie einen riesigen Hasen in dieser virtuellen Umgebung. Also da gibt es ein Partikelfeld, das sozusagen je näher diese Hasen, und im Idealfall kommen alle Hasen gleichzeitig diesem Interface nahe, dann würde dieser Hase auch virtuell auftauchen. Es ist natürlich nie dazu gekommen, weil ihr könnt euch vorstellen, dass diese Spielzeughäschen, und man wird das gleich auch sehen, wenn sie überhaupt laufen, manchmal auch einfach umfallen und liegen bleiben oder sozusagen zumindest irgendwo herumspringen, aber sicher nicht dorthin springen, wo man sie denn gern hätte. Genau, die Verzerrung, die man da sieht, und das war auch ein bisschen die Idee davon, also dieses, ihr habt es jetzt schon selbst erlebt für die Kollegen, die anwesend sind, die Postsparkasse ist ja sogenannt lichtdurchflutet, also durch das Glasdach von unten lichtdurchflutet. Ich, der mein Büro oberhalb der Glasdecke hat, kann ich sagen, da oben sind Fluter, die reinleuchten, damit es so ausschaut, als wäre es, und die leuchten auch in mein Büro rein, die ich auch lange Zeit nicht entdeckt habe. Da ist jetzt eine Drohne vorbeigeflogen, das heißt, wir wollten auch dieses lichtdurchflutete oder diese Ausbreitung des Lichts zeigen, das heißt, was man da sieht, ist die Translation der Helligkeitswerte in den dreidimensionalen Raum. Da in der Mitte sieht man jetzt gerade auch so ein Partikelfeld, das ungefähr, weil ich es euch gesagt habe, ihr sagen könnt, dass das hasenähnlich ist, aber zumindest sozusagen potenziell hasenähnlich ist, sich zusammenfügt. Man sieht auch da sechs Drohnen herumfliegen, die jeweils mit den am Boden liegenden Screens kommunizieren, die eine virtuelle Kamera spiegeln, die diese virtuellen Drohnen auf sich selbst aufgesetzt haben. Das heißt, die filmen sich eigentlich gegenseitig und werden gewissermaßen zu Überwachungsinstanzen, die aber gleichzeitig natürlich auch performative Instanzen sind. Was wir irgendwie ganz lustig fanden, dass wir diese immer so verpointen Drohnen eigentlich als unser spielerisches Haupt. Vielleicht nur eine Ergänzung, deswegen hat die vorher so nachgefragt, jetzt welches es ist, weil wir chronologisch doch vorgehen. Also wir haben auch im realen Raum performt, nur dass das auch klar ist. Und wir hatten im Sommer noch eine Abschlussperformance, auch mit Spielerinnen und auch schon Publikum mit diesem Raum. Also nicht nur rein virtuell, aber wir haben so über Stufen halt jetzt im letzten Jahr noch. Das, was man da jetzt sieht, also auch das, was man so ein bisschen glitschy blinkend sieht, das sind einfach die schlechten Kameras, die Drohnen aufgesetzt haben. Spielzeug. Wir spielen mit dem Spielzeug. Ja, das sind Spielzeugdrohnen, die kleinen Spielzeughasen. Ich glaube, man
sieht es jetzt dann auch gleich, wenn ich mich dem nähere, da hüpft so ein Häschen und das eine kippt jetzt gleich um und da muss natürlich ein Aufrichter kommen, der auch das widerspiegelt. Das sollten wir, glaube ich, nochmal vorschlagen. Ich glaube, wir haben eine Stunde so performt. Ja, es war ganz lustig, weil es war im Raum selbst. Die Drohne, da seht ihr die reale Drohne jetzt, ja, die kleine Spielzeug, so eine kleine, also wirklich, aber mit Kamera schon, aber trotzdem, so eine ganz kleine. Was man hört, der Sound ist von Louise Linsenholz, den sie live gespielt hat. Das ist aus dem Eröffnungsstatement des Beginns des Studiums von Margarete, das wir aufgenommen haben und wieder sozusagen als Material verwendet haben. Das heißt, alles, was man da hört, ist aus der Stimme von Margarete gebaut. Ja, wir haben es sicherheitshalber nicht gesagt vorher. Okay. Ich war eben zu verreden. Ja. Also ich war ja ganz glücklich, aber ich brauche auch immer, damit ich ganz glücklich bin, den realen Raum dazu. Und ich hoffe, dass ihr nächstes Mal so ein Event tatsächlich auch dort. Ich glaube, wir lassen es so zum Ausklang noch fertig spielen und können auch das Licht gern wieder aufdrehen und sagen Dankeschön. Danke auch für die freundliche Unterstützung an den Herrn von der Technik. Ja. Wir sind für Fragen offen, auch wenn es nicht so wirkt, weil es jetzt so viel war, glaube ich, dass man gar nicht mehr kann. Wir können aber auch gerne, gibt es vielleicht eine, zwei oder ein Kommentar oder bitte, ja. Okay, das ist jetzt live bei YouTube? Oder? Okay, das ist okay. Ich finde, das war ein toller Vortrag und ich habe voll Lust, Fragen zu stellen, also so fühlt sich das auch an. Also ich komme nicht aus dem Gaming-Gestaltungskontext, obwohl ich gerne Videospiele spiele, aber komme aus dem Industriedesign-Kontext und frage mich dann immer, warum Dinge so dann gemacht sind, wie sie sind. Und ich finde bei dem, oder auf einer Seite die erste Frage ist, glaube ich, ihr habt das zweite Beispiel, was ihr gezeigt habt, da hast du auch gesagt, man konnte die quasi steuern, also diese Avatare, diese Prismen, die da geflogen sind, die konnte man steuern über meine Gehirnströme, aber wie konnte man die kontrollieren, also wie konnte ich die Bewegung steuern oder ich konnte auch quasi steuern, wie sich das Umfeld ändert, ne? Ja. Aber wie kontrolliert war das? Ich habe es vielleicht nicht genau genug erklärt, die Prismen waren nur eine Darstellung der Spielerinnen, die teilgenommen haben an dem Spiel, das heißt, die haben entweder über ihr Gamepad oder über Maus und Tastatur sich dort bewegt. Was wir gesteuert haben, war diese Skulptur in der Mitte, die eher humanoide Figuren. Also darf ich nur kurz ergänzen, weil ich hatte so ein bisschen die Diskussion oder diese Vorstellung auch von Diamond Age, dass sich so über einen bestimmten Bewusstseinszustand die Welt in so einem Diamantenmodell verändert. Ja? Und deswegen, wenn man sich als Spielerin, Spieler einloggt, ist man wie so ein Tetraeder, so ein prismatisches Objekt und da kann man wirklich vor, zurück über die Space-Taste fliegen. Man hat zugeordnet eine Abbreviation, so ein Drei-Buchstaben-Namen und da kannst du wirklich navigieren. Die Umgebung rundherum, die deformiert und verändert sich währenddessen über die Performerinnen, die die Signale reingeben. Weißt, dass das so immer mehr reflektiert und zusammen spielt. Okay, genau, ich fragte mich, wie man dann, auch da, wenn man da Teil ist, wie sich das verändert. Also über die Gehirnströme der Person, die wir da gesehen haben, haben sich Dinge verändert. Also wir haben schon so einen Performer, wie so Spielmasterinnen, das habe ich gesagt, einen stärkeren Einfluss in die Umgebung selbst. Die Spielerinnen aber können es schon beeinflussen, indem sie auch kommunizieren und da chatten und du einfach dadurch navigierst. Und dadurch auch die Umgebung mit beeinflusst. Und genau, also es ist Hybrid, nicht? Also zwei Arten von Spielerinnen. Genau, und diese Umgebung, also wie seid ihr drauf gekommen? Also ich glaube, du hast das gerade schon angesprochen. Also es war ja irgendwie sehr, es war alles irgendwie sehr lila, es hat sehr viel geglänzt, es wurde irgendwie auch so fraktal und auch so ein bisschen dystopisch. Was war da so die Absicht dahinter? Das sollte ja dann wahrscheinlich irgendwie so werden.
Wieso? Gute Frage, schwierige Frage. Ja, du bist Designer, der fragst, warum es so aussieht, wie es ist, hast du gesagt. Warum ist ja, das ja. eigentlich? Warum Ganz ist das gute eckig? Frage. Ja. Also zuerst ist eine Fotogrammetrie, die wir übernommen haben. Da schaut es ja auch noch, aber auch schon... Vielleicht kann ich da ein bisschen was dazu sagen. Ja. Weil also die Herangehensweise, so wie man es bei der Postsparkasse zum Schluss gesehen hat, als auch beim Donnerbrunnen, ist, dass das eine Fotogrammetrie von Google Maps ist. Das ist keine, sozusagen kein 3D-Modell von Google, sondern sozusagen die Aneignung sozusagen des Angeeignetwerdens. Das heißt natürlich auch das Mitaneignen von Artefakten, von etwas, das imperfekt ist. Mhm. Davon ausgehend haben wir auch versucht, und es ist spannend, dass die Idee des Dystopischen gekommen ist, weil ich das persönlich, der diese Umgebung gebaut habe, das eben nicht als dystopisch wahrgenommen hätte, sondern zum Beispiel versucht hätte, diese vorgegebene Ästhetik von Google oder sozusagen eine Farbskala, die Google vielleicht sozusagen, oder die wir alle kennen von Google Maps, der entgegenzuwirken und sozusagen dem einen ekstatischen, also Zustand außerhalb des Alltags zu geben. Also sozusagen diese Transformation des bekannten farblichen Schemas hin in einen ekstatischen Zustand, eben einen Zustand, der er nicht sonst auch ist. Genau, es war allerdings so, das hat man da jetzt vielleicht nicht immer gesehen, es waren alle Farbveränderungen, also es hat sich in alle Farben verändert. Mhm. Es war so, dass es, ich habe es jetzt nicht mehr ganz genau im Kopf, weil ich es nicht mehr sagen kann, sondern das auf den ganzen Raum verteilt. Ich glaube, also sozusagen in jeder Ecke dieses Raumes ganz viele verschiedene farbliche Lichter, die sich alle über die Zeit verändert haben und somit eigentlich ein Farbspektrum aufgespannt haben, das irgendwann mal alles durchlaufen hätte, wenn man es denn unendlich lang. Aber ich danke sehr für die Nachfrage oder den Hinweis, weil es ist wirklich etwas, was es zu reflektieren gilt. Weil es sind die anderen Farben braun, blau, aber es stimmt da absolut. Warum schaut es trotzdem so rosa, lila aus und blau, nicht? Also das muss man sich schon auch fragen. Es hat, ja, also es gilt zu reflektieren, das werden wir sicher aufnehmen, aber Pink Noise war bei mir so auch etwas zu der Zeit, was ich dann immer diskutiert hatte. Das hat vielleicht auch ein bisschen hineingespielt. Also wir haben so diese Konzeption, es gibt sowas wie das weiße Rauschen oder auch das rosa Rauschen. Vielleicht hat sich das da ein bisschen gar auch ausgewirkt und das hat auch mit diesen Science-Fiction-Texten von Philip K. Dick zu tun, der da auch über dieses Diamond Age dann selber das auf, also das aus dem Cyberpunk das Diamond Age aufnimmt. Da war wahrscheinlich schon eine Beeinflussung. Aber es ist eine ganz berechtigte Frage, ob man wirklich dabei bleiben sollte oder in eine andere Richtung auch gehen soll. Vielleicht ist es zu sehr das, was man eh erwartet. Ja. Da hast du wahrscheinlich, du hast das gar nicht gesagt, das impliziere ich jetzt nur. Ne? Du sagst aber nur, warum sieht es so aus? Also irgendwie passt es ja auch. Also ich meine, dass dann, dass diese Welt, die dann quasi wie Gebäude, also Gebäude sind im Prinzip, wird es ja zu einem riesigen Glitch und alles verändert sich. Und also es wird, ich habe das Gefühl, es wird immer irgendwie sehr glitschig überall, wenn das irgendwie ausbricht. Ja. Ne? Ja. Vielleicht eine Frage noch, und zwar bei der Performance in Hellerau. Also ihr seid ja dann quasi Medienkünstlerin und seid viel digital etc. Da kommt das ja wieder vor Ort und mit Personen im Umgang. Wie sehr denkt ihr dann über die Gestaltung der Umgebung nach? Also die Personen waren dann im Kreis und es gab irgendwie, konnten ringsherum gehen. Und es gab irgendwie eine Tischdecke, wo irgendwas drauf war, aber der Tisch war wahrscheinlich so ein Bütek-Tisch, der gerade da war, aber vielleicht war ja auch ein runder Tisch dabei interessant oder was anderes. Mhm. Wie bezieht ihr das quasi ein in die Arbeit oder kommt es überhaupt manchmal gar nicht zu dem Punkt, weil wir müssen das jetzt irgendwie dahin bekommen und wie viele Ressourcen haben wir, also darüber so noch nachzudenken? Diese Tischdecke, die habe ich selbst gedruckt in der Textilwerkstätte, also nicht mal nur ein Computer, sondern Siebdruck, ja. Aber mit den Hirndaten ASCII, also Hexcode von dem, also in A, B, C, D, A, das sind so 8 mit so Buchstaben und oben die Kurve und das ist ein transparentes Tuch, das war mir eigentlich sehr wichtig, dass man das zum Teil eben, wie weit ist es steuerbar bei so einem Abend mit begrenztem Budget etc., runder Tisch, absolut. Also wichtig war mir, dass man zumindest so ein Tuch hat, das ist auch transportabel, kann man auch mitnehmen für so eine Performance an einem Abend, dass man das da schon inszeniert. Wenn es in eine installative Richtung geht, dass man in der Ausstellung Installation macht, da mache ich dann
sowas schon genauer und drapiere, inszeniere, habe gerne auch mit Textil etc. Ja. Wir haben da so eine Mischform auch noch gemacht. Was haben wir an einem Abend? Wir arbeiten schon mit dem, was auch da ist on stage, aber man inszeniert es auch weitestmöglich. Ja, ja. Finde ich schon auch richtig. Ja. Okay. Ist ja auch weil super spannend, ein, ne, mit dem, ja, ja, auch mit dem, also dass das Textile dann auch dazukommt, ja, wo man quasi auch die Hände, ja, auflegt, ist ja, ja, auch wieder Teil der Erfahrung und, ja, wird auch wieder das verändern, wie, absolut, die Leute mit dem Objekt, absolut, umgehen. Ja. Ja. Und wir haben ein Experiment gemacht, das haben wir jetzt nicht gezeigt, das war mit Face Recognition stärker, also wir brauchen doch 3 Stunden, entschuldige Sarah. Nicht nur eine, da hatten wir auch mit so einer Liege, weil diese Liegen, diese Untersuchungsliegen interessieren mich, da haben wir so einen Raum gemacht mit einem Vorhang so runter und wo man dann so intim war, auch mit Drucken, wo so auch die Farbe des Raums sich selber, so diese hellgrüne, es war dieses Alexa Fluor Green, das zur Färbung der Zellen, der Neuronen verwendet wird. Und das ist eine grüne Fluorfarbe und mit der habe ich diesen Stoff bedruckt. Also eigentlich ist das was, was mir persönlich sehr gefällt, auch damit zu arbeiten. Okay, danke. Ja, bitte. Also ich habe ehrlich gesagt... Neue Stoffe sind in Arbeit. Okay. Ich habe ehrlich gesagt noch nicht ganz fassen können, wie jetzt zum Beispiel bei der Performance oder dem Spiel mit den Spielzeughasen, wie da jetzt das Analoge und das Virtuelle ineinander greifen, also an welchem Punkt was das andere beeinflusst hat, was jeweils zuerst gekommen ist. Vielleicht könnt ihr das nochmal, vielleicht anhand von dem Beispiel irgendwie in der chronologischen Reihenfolge, wie das passiert ist. Ja, vielleicht fehlt ein Zwischenbild oder so. Vielleicht kann ich es erklären, weil genau, es gab eine analoge Performance ganz am Anfang, das andere erklärst du. Es gab die erste Session als Analog-Performance nur. Vielleicht ist das auch wichtig, es ist so eine Serie von Experimenten. Genau, also was wir da gemacht haben, ist, dass wir eben der Kollege Georg Lulf, der ein Interface gebaut hat, also ein tatsächlich physisches, das sozusagen den Raum mehr oder weniger vermisst, also sozusagen ein Abstandsmessgerät. Und wir haben dann versucht, die Nähe dieses Raumes, und ihr habt mittlerweile die Kassenhalle auch schon kennengelernt, das ist ein relativ großes Ding, das irgendwie für sich selbst auch existiert, dass wir sozusagen diese Distanzen überbrücken mit diesen Spielzeugen, die sich eben diesem mehr oder weniger funktionierenden Abstandsmesser, auf die Distanz funktionierenden Abstandsmesser überhaupt funktioniert. Das heißt, das Interface und sozusagen das physikalische Interface war, dass wir eigentlich spielerisch mit der Raumgestaltung umgegangen sind, sozusagen mit der Platzierung, wie wir unsere nichtmenschlichen Spieler, also diese kleinen Häschen, so platzieren können, dass wir das möglichst beste Resultat im Virtuellen bekommen. Und das möglichst beste Resultat im Virtuellen wäre gewesen, dass zu allen Zeiten alle diese Spieler möglichst nah sozusagen an dieses Objekt, also diesen Abstandsmesser herankommen und dann im Virtuellen einen Hasen generiert hätten. Also das war diese kleine Kugel am Boden, dieses kleine Kugel, was so wie 2 Augen hatte, ich müsste wahrscheinlich wirklich ein Bild dazu zeigen, also so, das haben wir so 3D gedruckt und die 2 Augen waren eigentlich die Sensoren, die Abstandssensoren und die LED-Anzeige, so wie die Zähne, die war Play-Rot. Und da hat man auf dieses kleine, es ist ein bisschen absurd, die riesige Halle der Spielzeughase, die sind nur so. Es sind richtige so kleine Spielzeughasen, ne, die halt und auch die Drohnen. Nein, die sind nur wirklich die gehen auch so nicht gerade, Kinder. Die gehen nicht nach links, sondern die ändern ab und zu ihre Richtungen. Und das kann man vorahnen, aber natürlich machen sie nie das, was man glaubt. Also das ist ein bisschen so ein und die machen dann auch so einen Sound. So. Ja. Also ich kann es gerne nachmachen. Ja, nicht so, auch, die sind schon viel advanced. Wäre toll, also müssten wir vielleicht. Die haben gar keine Logik. Also, aber waren sie auch sie? Oder war dann nein, die haben Batterien. Genau. Ja, die laufen so lange, bis sie irgendwo hängen bleiben. Aber es ist jetzt nicht so, dass sie die Richtung ändern, wenn sie irgendwo anstoßen oder so, was ein Staubsaugerroboter machen würde, sondern bestenfalls würden sie sich vielleicht versehentlich oder zufällig umdrehen oder sie fallen ganz um oder sie bleiben in dieser Ecke hängen. Aber es geht mir um das, also erstens nochmal an Max, danke für die Idee und um das, dass man auch mit Spielzeug, das Everyday-Spielzeug ist, eine Inszenierung machen kann. Wie kann man das verändern und auch benutzen?
und dann einen Kontext rundherum. Und es wird dann überbordet dann manchmal, es wird dann ganz, ganz komplex bei den filmischen Sachen auch. Es geht aber um das, dass es physische Performances auch sind, also als Antwort auf deine Frage. Ich glaube auch, dass es ganz wichtig und wesentlich ist, dass die zwei Räume zusammenspielen. Die virtuellen und die realen. Die virtuelle Variante ist dann quasi danach daraus entstanden? Nein, gleichzeitig. Also wir haben das wirklich gleichzeitig gemacht. Für eine zweite Performance. Also das gibt es nicht abgesetzt, sondern real in dem Raum ist diese virtuelle Umgebung dann mit Projektion in dem Raum hinten so auch als Spielraum projiziert dazu und koppelt sich mit dem, was vor Ort passiert. Okay, könnt ihr circa Vorstellung? Vielleicht ein bisschen. Vielleicht haben wir die Frage nicht ganz genau beantwortet. Die Frage war schon, ist es ein physisches oder wie ist es entstanden? Mir war schon klar, dass es sowohl physisch als auch virtuell ist, aber mir war nicht klar, welcher Part jetzt welcher ist. Ja, das ist aber gut. Ich muss sagen, das ist das, was ich haben möchte. Es war auch so, es gab keine... Da sind wir uns vielleicht nicht ganz einig. Ja. Genau. Also es war auch nicht so, dass es gab keine Projektion, also man hat nicht vor Ort gesehen, was man sieht. Also ich glaube, ich hatte die Margarete verwechselt, also es gab keine Projektion, sondern man hat vor Ort gar nicht gesehen, was gestreamt ist. Nur ich habe es gesehen, weil ich das gesteuert habe. Ich vermische selber die Events, weil beim letzten Event gab es dann eine Projektion. Genau, das war schon ein bisschen was anderes, da gab es auch ein anderes physikalisches Interface, aber das, was wir da jetzt gezeigt haben, war eben so, dass die Leute, die vor Ort waren, gar nicht mehr wussten, als dass sie sozusagen diesem Interface näher kommen mussten. Ja. Und gleichzeitig ist im Stream dann die virtuelle. Genau, im Stream ist die virtuelle. Das heißt, entweder konnte ich mich darauf konzentrieren, was ich im Stream sehe, dann konnte ich nicht das machen, was ich vorher vor Ort gebucht war. Sorry, dass es so komplex ist, aber die Welt ist so. Ja. Und es ist vor allem, also ich bin da meistens an diesen Zwischenstellen und versuche sozusagen diesen Sprung herzustellen. Wo eben sozusagen, was du vielleicht auch gemeint hast, dass es verwirrend wird, ich bin dafür zuständig, dass das passiert. Das ist danke, Thomas. Okay, guter Job, oder? Ja, schön. Und zwar, ihr habt ja auch über den Unterschied von Game und Play geredet. Mhm. Und wenn ich jetzt an die Performance denke, wo ihr den Schädel hattet mit dem EEG, wo man dann die Sounds generieren konnte, das ist ja an sich schon irgendwie ein freies Spiel dann von demjenigen, der das performt. Aber ihr müsst ja vorher quasi bestimmte Parameter festgelegt haben, dass wenn man sich dem und dem so und so nah nähert, der und der Sound generiert wird, was ja eigentlich wieder ein Regelspiel wäre. Ja. Und da würde mich voll interessieren, wie ihr mit diesem Spannungsfeld irgendwie umgeht, weil es ist ja beides gleichzeitig und eigentlich dann auch nichts wieder so ganz. Ja. Ja. Soll ich vielleicht über die Koppelung sprechen? Bitte gerne. Absolut recht. Das ist eine auch sehr, sehr spannende Herangehensweise, wie wir uns dem nähern. Und wir würden uns, glaube ich, weder auf die eine noch auf die andere Seite, also weder auf die Seite des Play noch auf die Seite des Games schlagen, obwohl ich schon sagen würde, dass wir einen emotionalen Überhang in die Seite des Plays haben, aus ganz vielen unterschiedlichen Gründen. Aber sozusagen dieses spezielle Beispiel, das du erwähnt hast, ist so, dass die EEG-Haube ist aus 32 Dioden aufgebaut. Also sozusagen, und für jede dieser 32 gibt es eine eigene bestimmte Logik einer Koppelung. Das heißt aber auch, je nachdem, wie viele oder welche dieser Dioden miteinander gleichzeitig aktiviert werden, ergeben sich sozusagen neue Zusammenhänge. Mhm. Das heißt, für Leute, die mathematisch begabt sind, könnten sie sich jetzt ausrechnen, wie viele Möglichkeiten das wären, so dass sie aber schon außerhalb eines vorhersagbaren Regelkonstrukts liegen. Also eher einem mehr oder weniger erfahrbaren Regelkonstrukt, das man sich im wahrsten Sinne des Wortes ertasten musste. Also man konnte jetzt nicht mehr sagen, man wusste es nicht mehr auswendig und man konnte es nicht mehr sozusagen auch technisch vorhersagen, wenn ich die vierte Diode da verwende und die dritte Diode da, passiert genau das, sondern zu unterschiedlichen Zeitpunkten hat das unterschiedliche Verschränkungen ergeben. Gleichzeitig konnte man auch nicht nur eine Diode gleichzeitig benutzen, weil sobald ich mich einer genähert habe, habe ich mich automatisch natürlich den anderen auch genähert. Das heißt, man war sehr ungenau in eigentlich der Regelausübung. Also man muss sich eigentlich die Regeln erspielen. Genau.
Genau. Ja. Und sozusagen eigentlich dieses Regelfeld mehr oder weniger abstecken. Man wird auch nur einen gewissen Eindruck davon bekommen. Wir haben eigentlich nur sehr banale, nicht banale, aber sozusagen sehr einfache... War schon recht. Ja, aber für die einzelnen Dioden waren es relativ banale Logiken, die da vertreten wurden. Aber aufgrund der Anzahl und der Platzierung und der Handhabung, zum Beispiel ob die einen mit Gel angebracht waren und die anderen noch nicht, hat das sozusagen das in einen ganz anderen Zustand versetzt. Also es ist, wir arbeiten mit sehr rigiden, spröden und schwierigen technischen Systemen, auf die ganz strenge Regeln vorgeben. Das ist genau diese Koppelung oder diese strukturelle Koppelung, die wir eben mit so einem Experimental Game Culture Spiel oder einem ludischen Spiel versuchen. Es ist nicht, weil wir uns nicht entscheiden wollen oder können, ist es das eine oder das andere, glaube ich. Aber du hast das super genau beobachtet. Ja, es ist jetzt weder Game noch Play. Aber es ist gleichzeitig, gibt es ganz genaue Regelsysteme, wie das übersetzt werden kann, wie diese Signale transformiert werden können, wie wir sie interpretieren, anprogrammieren können. Also da hängt schon ziemlich viel daran. Wie kommt ihr dann auf diese Regelsysteme? Also arbeitet ihr dann mit NeurologInnen zusammen? Ja. Okay. So, am Anfang haben wir auch gezeigt im Labor im Team mit NeurowissenschaftlerInnen. Und auch wahrscheinlich Menschen, die dann Codes schreiben können. Computational Neuroscience Lehrstuhl von der BTU, mehreren Georg-Louis Fisser-Bammel schon erwähnt worden, ist Development programmiermäßig von der Game-Seite relativ viel involviert, aber ja, mit Neurowissenschaftlerinnen. Das war der Grundlage dieses, deswegen heißt es Neuromatic, dass die Zusammenarbeit eigentlich mit Neurowissenschaften, Künstlerinnen und Neurophilosophie, das war so das Ausgangs, und dann war halt Performance hat eine Rolle gespielt und hat sich so entwickelt. Ich glaube, jetzt müssen wir auf jeden Fall in den liquiden Diskurs, aber ich glaube, Pablo hat noch eine Abschlussfrage. Wenn die geht die noch, Sarah? Ja. Zahlt sich alle auf. Wunderbar. Nein, bitte. Nee, genau, vielleicht kann ich daran anschließen, also weil die Frage, am Anfang hast du ja auch dieses Stichwort künstlerische Forschung, dieses große Wort genannt, und die Zusammenarbeit mit der Neurowissenschaftlerin, da wäre einfach meine Frage, ob ihr jetzt sozusagen, ob ihr es auch seht, dass da Rückflüsse zwischen den Neurowissenschaften, also zwischen eurer Arbeit und den Neurowissenschaften wieder entstehen, oder sind die Neurowissenschaften sozusagen, also jetzt ein bisschen Mittel zum Zweck, weil ihr halt irgendwie diesen Technologie, dieses Verständnis braucht oder sowas, oder wie, oder könnt ihr euch da in Zukunft was vorstellen, wo es vielleicht Rückflüsse gibt, dass die eure Arbeiten angucken und irgendwie auch auf neue Ideen kommen oder sowas? Vielleicht. Also ich habe zwei Posters, einer bei der FANS, das ist die Abkürzung, A Neuroscience Society, und bei der, aber nur Posters, also wir haben so ein Abstract Paper, das wir da entwickelt haben. Es fließt, glaube ich, es ist nicht so, dass wir uns da nur abholen, weil dieses Experimentieren mit diesen Elektroden, das ist nicht, was die Neurowissenschaftler sonst so machen. Es war, glaube ich, ganz interessant auch für den Stefan, der Leiter vom neurowissenschaftlichen Team, da auch war, dass man sagt, in welche, er hat ja wöchentlich da mit mir experimentiert, welche Form von Visualisierungen gibt es. Könnte man aus so einer anderen Art von Visualisierung vielleicht auch etwas herauslesen, also wie diese Kurven und Interpretationen. Und der zweite Ansatz ist schon, das sind diese zwei Posters, da werden wir, können wir uns was vorstellen, möchten wir auch in Richtung neue Forschungsprojekte auch versuchen, vielleicht auch internationale Projekte aufzuholen, wie Experiment, wie sehen Versuchsanlagen aus und können die öffentlich sein? Ist es dann ein more natural experiment? Das interessiert die NeurowissenschaftlerInnen auch sehr. Sie wollen ja immer möglichst nah am natürlichen Zustand, nicht am künstlichen Laborzustand, der anders ist als unser Leben. Aber eigentlich arbeiten sie nur im sehr oft. Ne? Ja, und sehr da oft. Ist ein großes Interesse, da vielleicht auch was gemeinsam zu entwickeln. Eine Installation ist jetzt auch nicht eine total natural environment, aber es ist in der freien Wildbahn, it's in the wild, im Englisch heißt es dann nicht, da geht es dann wohin, in die Natur, und dann haben wir sind dann die Animals in the wild, gerne. Also in diese Richtung weiterzunehmen, da gibt es durchaus jetzt auch schon Ansätze, und wir hatten letzte Woche ein Feedback Brainstorm über Neurofeedback mit einem Kollegen. Ja. Man muss vielleicht auch dazu sagen, dass Stefan Glasauer
als unser sozusagen Projektpartner immer von Anfang an eingebunden ist. Also ja. Das ist es nicht so, dass wir sozusagen die künstlerische Abteilung haben und die neurowissenschaftliche. Ja, es geht immer wieder im Austausch. Und Sarah war immer eben hier zu Gast, die eine Wissenschaftlerin für Experimente und ja, also sofern es halt möglich dann war, aber in den verschiedenen Slots. Und das ist wirklich ein Austausch und da denke ich mir schon, vielleicht ist da, also die zwei Dinge haben sich für mich herauskristallisiert, eben was ich da gesagt habe, mit diesem Experiment in die Richtung, was halt zu machen vielleicht. Und auch in diese Richtung, wie stellt man das dar und wie, ich glaube Feedback ist auch eine Frage, wie reagiert man auch auf das, was man jetzt da sieht, das finde ich auch sehr spannend und ist auch für die Neurowissenschaftlerinnen, Schlaftlerschaftlerinnen sehr spannend. Danke. Das hört sich super spannend an. Dankeschön. Ich danke. Danke für die Fragen und ganz herzlichen Dank ans Podium und schönen Abend. Oder wir danken. Danke Thomas auch für den Diskurs. Sarah, merci. Und danke ans Podium. Ciao. So, let's have a drink.